Dann rufe ich auf den Punkt 5. Zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der SPD für ein Gesetz zur Änderung des Hessischen Schulgesetzes 1932/28 zu 1924/84. Der Berichterstatter, der Abg. Hugo Klein. Hugo ist nicht da. Wer macht das? Wer übernimmt das? Bitte sei so lieb. Armin Schwarz übernimmt die Berichterstattung. Ja, nur langsam. Bitte? Ja, das war's. Herr Präsident, der Kulturpolitische Ausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN gegen die Stimmen von SPD, LINKEN und der FDP, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung abzulehnen. Vielen Dank, Kollege Armin Schwarz. Dann eröffne ich die Aussprache. Das Wort hat der Kollege Gerhard Merz, SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Das ist das erste Mal, dass ich das Ding runtermachen muss. Es ist heute schon viel die Rede gewesen von beruflicher Bildung und den Stoppschildern und den Sackgassen. Der Kollege Boggenwattenberg hat darauf hingewiesen, vorhin in der Debatte, dass es keine Stoppschilder und keine Sackgassenschilder in der beruflichen Bildung mehr gäbe. Es wäre schön, es wäre so, Herr Kollege Boggenwattenberg, weil jetzt in dieser Debatte wird zu reden sein von einem Stoppschild, und zwar ein Stoppschild für eine Gruppe junger Menschen, die gerade in besonderer Weise der Förderung oder des Zugangs zu den Fördermöglichkeiten unserer Berufsschulen bedürfen, nämlich die jungen Volljährigen, die bis dato den Einstieg in das berufliche Bildungssystem, in das duale Berufssystem und insgesamt in die Berufs- und Arbeitswelt noch nicht geschafft haben. Es gibt ein Problem, das darin besteht, dass der Berufsschulzugang für junge Menschen ab 18 praktisch mit einer Ausnahme, von der zu reden sein wird, nicht mehr möglich ist, auch in den Fällen, wie gesagt, in denen ein beruflicher Einstieg in das duale System oder insgesamt in die berufliche Bildung noch nicht hat stattfinden können. Dieses Problem ist wahrgenommen worden, weil es eine Ausgangslage gibt, in der deutlich mehr junge Menschen genau in dieser Situation sind. Und genau zu diesem Problem, zu diesem sehr praktischen Problem in der Fachwelt, in den beruflichen Schulen, in den Organisationen, die sich um benachteiligte junge Menschen kümmern, das sehr dringend wahrgenommene Problem, für dieses Problem wollen wir einen praktischen Beitrag mit unserem Gesetzentwurf vorlegen. Und ich hatte, nun weiß jeder, der als Oppositionspolitiker einen Gesetzentwurf einbringt, dass die Chance, dass er auch verabschiedet wird, denkbar gering sind. Ich hatte in diesem Fall für eine Sekunde die Hoffnung, es könnte diesmal anders sein, als in der ersten Lesung der Kollege May gesprochen hat. Das sah mir danach aus, als wolle die Koalition diesen Gesetzentwurf vorurteilsfrei prüfen. Es war dann in dem Moment zu Ende, als Kollege Schwarz sich zu Wort gemeldet hat, der sich zwar pflichtgemäß auf die Ausschussberatung und auf die Anhörung gefreut hat, aber schon wusste, dass er ihn ablehnen würde. Und dabei ist es leider auch geblieben, und das ist in der Tat schade, weil wir in einer doppelten Hinsicht vor einem Problem stehen. Erstens. Wir stehen im weiteren Sinne vor einem Problem, weil die Zuwanderung angesichts der Zuwanderung einer großen Zahl von Flüchtlingen, vor allem im letzten Jahr, aber wahrscheinlich auch weiter anhalten. Die Prognose für dieses Jahr wird jetzt korrigiert. Sie liegt aber, wird dann immer noch bei 600.000 liegen. Selbst wenn sie darunter liegt, was ich eher glaube, werden wir auch auf Dauer mit der Zuwanderung einer größeren Zahl von Flüchtlingen zu rechnen haben. Die Erfahrungen des letzten Jahres und der vorhergehenden Jahre sind die, dass unter diesen Flüchtlingen, unter diesen Zuwanderern eine große, in der Hauptsache jüngere, erwerbsfähige, meistens männliche, alleinstehende Personen sind. Nicht nur, aber das ist die größte Gruppe. Und innerhalb dieser großen Gruppe stellt die Gruppe der jungen Volljährigen, also der 18- bis 27-Jährigen, wiederum den Löwenanteil. Und das ist nun genau die Gruppe, über die wir hier reden. Und wir wissen zweitens, dass in dieser größer werdenden Gruppe, zu der aber noch die jungen Volljährigen, die sozusagen die einheimischen jungen Volljährigen kommen, von denen auch
immer noch eine beklagenswert große Zahl den Zugang zum Arbeitsmarkt und zur beruflichen Qualifizierung und zur Ausbildung nicht gefunden hat, dass also in dieser großen, größer werdenden Zahl von Zuwanderern viele junge Menschen sind, auch bei denen mit guter Bleibeperspektive, über die wir natürlich hier in allererster Linie reden, die dringend notwendig, die dringend Unterstützung bei der Eingliederung in die Berufs- und Arbeitswelt haben und die einer besonderen Unterstützung bedürfen, nicht nur im Hinblick auf Sprachförderung und Erwerb von Sprachkenntnissen, sondern auch zur Herstellung bzw. zur Ergänzung von ihren teilweise ja durchaus vorhandenen beruflichen Qualifikationen. Das ist, meine Damen und Herren, der große Hintergrund, in dem diese Debatte stattfindet. Und deswegen ist alles richtig aus unserer Sicht, was einen umfassenden und möglichst unkomplizierten Zugang zu den vielfältigen Förderangeboten der beruflichen Schulen ermöglicht. Das ist dringend wünschenswert, vor allem da, wo es um Vorbereitung auf und Unterstützung beim Übergang in das duale System geht. Der Kern des Problems, mit dem sich jetzt dieser Gesetzentwurf beschäftigt, und ich betone noch einmal, weil ja immer dann gesagt wird, das ist kein Allheilmittel, ja, danke, das wissen wir, bevor es jetzt noch einmal jemand in dieser Debatte sagt, ja, das wissen wir, es gibt in der Politik überhaupt keine Allheilmittel, wie ich nicht müde werde, bei jeder Gelegenheit zu betonen. Das wissen wir, aber es handelt sich hier um ein praktisches Problem, um ein begrenztes Problem und vor allen Dingen um ein leicht lösbares Problem. Deswegen haben wir hier einen Lösungsvorschlag, zusätzlich zu vielen anderen Lösungsvorschlägen, die wir auch gemacht haben, die auch auf dem Tisch liegen. Herr Kultusminister, noch einmal eine Erwiderung auf Ihre Rede in der ersten Lesung. Zusätzlich zu denen hier einen weiteren Vorschlag gemacht, der darauf hinausläuft, dass Alter bei derzeit das Recht auf den Schulbesuch für eine Gruppe endet, die keinen berufsqualifizierenden Abschluss hat, die auch keine abgeschlossene Schulausbildung hat, dieses Alter, bei dem das Recht derzeit ändert, von 18 auf 27 herauszusetzen, also die gesamte Gruppe der jungen Volljährigen in der Definition des Kinder- und Jugendhilfegesetzes hier mit einzubeziehen. Ist dieser Gesetzentwurf ein Beitrag zur Lösung des praktischen Problems? Ich finde, dass das eindrucksvoll bestätigt worden ist in der stattgefundenen Anhörung, wo die überwältigenden im Grunde alle Anzuhörenden gesagt haben, ja, das ist es. Mindestens dem Grunde nach ist es das, Herr Kollege May. Ich komme auf die Einwände zu sprechen. Aber insbesondere die aus der Fachwelt im engeren Sinne, also die Tätigen an den beruflichen Schulen, die Arbeitsgemeinschaft der Direktoren an beruflichen Schulen, die Berufsverbände der Berufsschullehrer, auch diejenigen, die in den Organisationen arbeiten, in den Wohlfahrtsverbänden, in den Organisationen arbeiten, die sich besonders mit Flüchtlingshilfe oder mit der Hilfe für benachteiligte Jugendliche beschäftigen, inklusive des Landesjugendhilfeausschusses, haben positiv Stellung genommen. Und es haben auch die Wirtschaftsverbände, die Industrie- und Handelskammer, die Handwerkskammer und auch der Deutsche Gewerkschaftsbund positiv dazu Stellung genommen. Sie haben nur einen einzigen Auswand, den ich für unberechtigt halte, vorgebracht, nämlich es könne durch die Öffnung, die partielle Öffnung des Berufsschulwesens für die Gruppe der es ist die partielle Öffnung für Leute, die keinen qualifizierten Schulabschluss haben und die keine Stelle im dualen System haben. Darum geht es. Und für die soll geöffnet werden. Es könne dadurch ein Anreiz geschaffen werden, von den Möglichkeiten des beruflichen Bildungssystems umzuwechseln auf die schulischen. Und das sei ein falscher Anreiz. Das mag sein, wie das will. Ich teile diese Skepsis gegenüber den schulischen Möglichkeiten übrigens nicht. Aber das mag sein, wie es will. Ich sehe diese Gefahr nicht, weil ich glaube, dass das duale System, von dem ja heute früh viel die Rede war, attraktiv genug ist, um solche Fehlanreize mindestens einmal auszubalancieren. Von daher glaube ich, dass das unbeachtlich ist. Dieser Hinweis unbeachtlich ist. Und wer das befürchtet, der dementiert seine eigenen Aussagen von der Leistungsfähigkeit des dualen Systems in der Bundesrepublik Deutschland. Wir teilen diese Befürchtungen deshalb nicht. Und wir
betonen noch einmal, dass auch die Industrie- und Handelskammer, ich wiederhole das, die Handwerkskammer gesagt hat, ja, es sei im Grunde wünschenswert, die Altersgrenze von 18 zu erheben. Jetzt komme ich zu dem zweiten Einwand. Ja, man kann darüber reden, ob 27 nicht vielleicht doch ein wenig weit gegriffen ist. Ich habe hier schon erläutert, welcher Logik das folgt, dass es der Definition des Kinder- und Jugendhilfegesetzes, des SGB VIII, folgt. Das ist auch von vielen Sachverständigen in der Anhörung durchaus bestätigt worden. Es hat auch kritische Einwände gegeben, sozusagen im Hinblick auf die Spreizung, die doch sehr, sehr große Spreizung, das muss man zugeben, der Altersgruppe, die dann an den beruflichen Schulen im Prinzip sein könnte. Die Direktoren haben meiner Erinnerung nach gesagt, sie könnten damit umgehen. Ich glaube das im Grunde auch. Aber wenn das sozusagen Ihre Begründung dafür wäre, diesem Gesetzentwurf nicht beizutreten, wir hatten in der Ausschussberatung ausdrücklich angeboten, die Altersgrenze auf 25 herunterzusetzen. Das hat auch zu nichts geführt, weil das Diktum des Kollegen Schwarz offensichtlich gegolten hat, dass man das nicht braucht. Und ich kann nur sagen, es ist offensichtlich wieder eine von den Geschichten, wo ein Gesetzentwurf oder ein Antrag nicht deswegen verworfen wird, weil er etwas Falsches beinhaltet, sondern weil in seinem Kopf die falsche Partei steht. Ich erinnere an die Aussage des stellvertretenden Ministerpräsidenten, als er noch nicht stellvertretender Ministerpräsident war, in jener Zeit 2008, dass wir uns vielleicht daran gewöhnen sollten, es einmal andersherum zu machen. Ich nehme zur Kenntnis, dass das auch in diesem Fall wieder einmal nicht so ist. Das ist bedauerlich, weniger wegen uns. Um uns geht es hier nicht. Aber es geht um die jungen Menschen, denen hier leider, jetzt ist der Herr Kollege Boddenberg weg, ein Stoppschild bei dem Zugang zu den beruflichen Schulen errichtet wird bzw. ein Stoppschild nicht beseitigt wird. Danke schön für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Merz. Das Wort hat der Abg. Armin Schwarz, CDU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen, verehrte Kollegen! Wir beraten heute in zweiter Lesung den Gesetzentwurf der SPD zum Hessischen Schulgesetz, in dem § 62 verändert werden soll. Hier ist die Altersgrenze geregelt hinsichtlich der Berufsschulberechtigung. Sie wollen das Alter auf 27 hochfahren. Wir haben sehr genau zugehört in der Anhörung, Herr Kollege Merz. Aber auch nach der Anhörung, und das wird Sie möglicherweise in der Tat nicht überraschen, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dass wir dem Gesetzentwurf auch jetzt nicht zustimmen können. Tatsache ist, ohne Flüchtlingskrise, aber das haben Sie auch zugegeben, wäre dieser Gesetzentwurf nie zustande gekommen. Ich möchte aber vielleicht noch einmal eingangs einiges sagen über die historische Kraftanstrengung, die wir als Koalition gemeinsam mit den GRÜNEN zur Bewältigung der Flüchtlingskrise auf den Weg gebracht haben. Zur Bewältigung der Flüchtlingskrise 800 zusätzliche Stellen für 2016. Wenn das nicht reicht, dann steuern wir nach. Wir haben das Ganze bewerkstelligt bei so vielen Lehrerinnen und Lehrern wie nie zuvor. Und wir reagieren flexibel. Der Kultusminister hat mit seinem Erlass vom 4. September 2015, nämlich zur Umsetzung des schulischen Sprachförderprogramms in Thea, die Altersgrenze bereits bewegt. Das heißt im Klartext, wir können an den beruflichen Schulen bis zum Alter von 23 faktisch unterrichten. Und an dieser Stelle will ich auch nicht unerwähnt lassen, bevor ich gleich einmal ins Detail gehe, dass die Hessische Landesregierung, und da bin ich sehr dankbar für, am 17. November 2015 den Hessischen Aktionsplan zur Integration von Flüchtlingen und zur Wahrung des gesellschaftlichen Zusammenhangs vorgestellt hat. Ein so konzertiertes Programm. Ja, ich glaube, da darf man auch einmal ein so konzertiertes Programm. Planvoll über den Tag hinaus gibt es nur in Hessen. Da können wir stolz drauf sein. Da können wir einmal in anderen Bundesländern suchen, ob wir da etwas besichtigen können. Da sind nur leere Ausstellungsräume. So, und deswegen darf man an dieser Stelle durchaus einmal wertschätzen, was wir hier gemeinsam auf den Weg gebracht haben.
Deswegen reden wir auch hier nicht nur über die Fragestellung, wie fördern wir im Erwachsenenalter, im jungen Erwachsenenalter, sondern wir im Rahmen eines Gesamtsprachförderprogramms hat die Landesregierung die bildungspolitische Herausforderung der Beschulung von Ausländern mit geringem oder fast keinem Deutschhintergrund bereits frühzeitig mit großer Entschlossenheit in Angriff genommen. Und das will ich auch einmal betonen. Man darf hier auch einmal zurückblicken. Die CDU-Fraktion hat als Erste bereits vor vielen Jahren erkannt, dass die deutsche Sprache die elementare, ich betone es, die elementare Voraussetzung für eine gelingende Integration ist, meine Damen und Herren. Nämlich, das gilt, nur wer neben grundsätzlicher Leistungsbereitschaft, die Bereitschaft zum Erwerb der deutschen Sprache, aber auch zur kulturellen Akzeptanz der vorherrschenden Werte, Ordnung, aber auch Leitkultur hat, hat später Chancen, eine Bildungskarriere hinzulegen und hat hinterher Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Und deswegen Intensivklassen, Intensivkurse, Alphabetisierungskurse forcieren die sprachliche Erstintegration. Personell erfahren die Programme, die wir hier als Land Hessen verantworten, überdies die stetige Anpassung, ich habe es eben schon gesagt, sollten die 800 Stellen nicht reichen, meine Damen und Herren, dann steuern wir natürlich nach. Und dann gucken wir doch einmal auf Zahlen, die beeindrucken gelegentlich auch einmal. Im Zuge der Flüchtlingskrise ist die Zahl der Intensivklassen bis zum April dieses Jahres auf 807 angewachsen. Mittlerweile sind es noch einmal, Herr Kultusminister. Sie haben das gestern in meiner Anfrage deutlich gemacht. Und die Zahl der InteA-Klassen ist auf 301 erhöht worden. Das bedeutet, über 1.100 zusätzliche Klassen sind hier entstanden. Das ist ja nicht so, dass das irgendwie gerade mal nichts wäre. Nebenbei können wir noch reden über ein Plus von 12 Sprachförderkursen an Schulen für Erwachsene. Ich habe jetzt nicht die Zeit, über die Maßnahmen zur Gewinnung der qualifizierten Lehrkräfte zu sprechen, über die Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten und über die kapazitäre Erhöhung bei den Aufnahme- und Beratungszentren. Kommen wir zur Anhörung, Herr Kollege Merz. Sie haben ja darauf hingewiesen, ich habe da sehr genau zugehört. Die hat kein ganz einheitliches Bild, keine einheitliche Linie bei den Anzuhörenden ergeben. Aber dann nehmen wir noch einmal den DGB. Ich unterstelle einmal, dass Sie sich durchaus relativ verbunden mit dem DGB fühlen. Der sieht den Gesetzentwurf kritisch. Der sieht den kritisch. Da können wir noch einmal nachlesen. Auch die Arbeitsgemeinschaft der hessischen Handwerkskammern hat Bedenken, dass die erweiterte Möglichkeit des Berufsschulbesuchs, und da zitiere ich, in der aus unserer Sicht falschen Richtung genutzt wird und vollschulische Angebote als Alternative zu einer Ausbildung im dualen System angenommen werden. Auch die beruflichen Schulen dürfen nicht überfordert werden. Ein Zitat. Können Sie gerne nachschauen. Die IHK sieht das ähnlich. Der Hessische Philologenverband stellt fest, die Altersgrenze, also wie wir es machen, 21 ist gut, die Zahl der Betroffenen für eine Erhöhung auf 27 wäre in den Konsequenzen nicht absehbar, denn das Gesetz gilt ja für alle. Wir machen ja Gesetze nicht für Flüchtlinge alleine, sondern machen das ja für alle Menschen, die hier leben. Und insofern, auch das ist ein Zitat, es ist unabdingbar, die Ressourcenfrage vorher zu klären, so der Philologenverband. Die SPD, es ist völlig richtig, was der Philologenverband an der Stelle sagt. Und die SPD will doch hier ein Gesetz machen und hinterher schauen, wo kommt das Geld her. Zur Finanzierung ist im Gesetz 0,0 Aussage getroffen. Sie machen hier ein riesiges Fass auf, einen ungedeckten Scheck. Und zur Fragestellung der Räumlichkeiten, für die bekanntlichermaßen die Schulträger verantwortlich sind, ist da auch nicht irgendwo einmal diskutiert worden, wie kann das denn überhaupt in den Kapazitäten dort bewerkstelligt werden. Genau die Finanzierung die stellt dann auch der Hessische Landkreistag in seiner Stellungnahme in den Blick und hat dort Sorgen. Mit unserem Programm Integration und Abschluss, das InteA-Programm, hat die Landesregierung ein zukunftsfähiges und wegweisendes Programm aufgelegt. Und die Lücke, die Angebotslücke bei der Beschulung von Ausländern geschlossen, nämlich zwischen 16 und jetzt mittlerweile bis 23 ist das möglich.
Der rasante Anstieg der NTA-Klassen auf 301, auch das habe ich eben gerade schon gesagt, zeigt aber auch, dass das funktioniert mit der Personalausstattung. Also das passt zusammen, was wir machen. Wir machen keine ungedeckten Checks. Und wir gehen im Übrigen mit unseren Maßnahmen, verehrte Kolleginnen und Kollegen, deutlich über das Maß hinaus, was andere Bundesländer an Programmen auflegen. Da können wir auch stolz drauf sein. Die von der SPD-Fraktion geforderte Ausweitung des NTA-Programms, da kann man auch einmal drüber reden, wir reden ja über Schule und Bildung, ist demgegenüber auch weder unter pädagogischen Gesichtspunkten noch im Hinblick auf die unterschiedlichen Zielrichtungen der Beschulung junger Erwachsener hilfreich. 16-jährige Pubertierende neben 27-jährigen Erwachsenen. Ich will mal das Bild stellen. Ich habe selber viele Jahre in der Schule unterrichtet. Ich weiß, dass das nicht richtig gut funktionieren wird. Und so ist für viele Menschen im Erwachsenenalter aufgrund ihrer beruflichen Qualifikation weniger das Parken im schulischen Übergangssystem interessant. Vielmehr ist die Anerkennung von beruflichen Abschlüssen und das schnelle Überführen in duales System und den Arbeitsmarkt bedeutsam und aus unserer Sicht der richtige und vernünftige Weg. Genau das ist die Grundlage unseres Handelns. Genau das ist die Zielsetzung unserer Politik. Und genau werden wir planvoll dort weitermachen. Im Übrigen, jenseits der 23 gibt es in den Wirtschaftsressorts, in den Sozialressorts, beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, bei freien Trägern eine Vielzahl von Angeboten. Warum sollen wir denn zu denen in Konkurrenz treten? Das haben Sie mir bisher nicht plausibel erklären können. Ich ziehe da einen Strich drunter. Über 800 zusätzliche Lehrerstellen für die Beschulung von Flüchtlingen lassen die SPD-Forderung allenfalls als Pflichtübung der Opposition erscheinen. Das will ich dann schon einmal feststellen. Vielfältige Anforderungsprofile der Flüchtlinge bedürfen vielfältiger Sprachförderungsmaßnahmen. Deswegen bleibt es dabei. Wir sind auf dem richtigen Kurs, gemeinsam mit unserem Koalitionspartner BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wir haben einen klaren Plan. Wir haben ein klares Ziel. Wir wollen Integration fördern, und das wird auch vernünftig gelingen. Wir lehnen den Gesetzentwurf der SPD auch in zweiter Lesung ab. Ich bedanke mich herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich darauf, dass unsere Programme weiter erfolgreich sind. – Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Schwarz. Es gibt eine Kurzintervention. Kollege Merz, bitte. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wissen Sie, Herr Kollege Schwarz, das ist genau der Ton, der diese Debatten immer so nervtötend macht. Immer so nervtötend macht. Und das ist genau das bestätigt, was ich gesagt habe. Es ist das Problem, dass die SPD über diesem Gesetzentwurf steht und nicht das Problem, was in diesem Gesetzentwurf steht. Punkt 1. Punkt 2. Sie haben sehr viel Zeit Ihrer Rede auf Dinge verwandt, die mit diesem Gesetzentwurf gar nichts zu tun haben, die im Übrigen auch unstreitig sind. Ich weiß gar nicht, in welcher Kirche Sie hier gepredigt haben, als Sie uns zum 137. Mal die Erfolge der Intensivklassen und die Ausstattung vorgestellt haben. Das haben wir alles mit Ihnen gemeinsam beschlossen in dem Maßnahmenpaket zum Asyl. Das haben wir in vielen Debatten hier in diesem Landtag mit begrüßt. Ich weiß gar nicht, warum Sie das jetzt ausgerechnet gegen diesen Gesetzentwurf, bei dem es um etwas ganz anderes geht, ins Feld führen müssen. Es ist deswegen, weil Sie keine anderen Argumente hatten. Drittens. Sie haben natürlich aus der Anhörung genau die Leute zitiert oder die Passagen von Stellungnahmen zitiert oder die Passagen aus der Anhörung zitiert, die irgendwie kritisch gemeint werden könnten. Auf die bin ich aber zum guten Teil schon eingegangen. Dass der DGB in seiner schriftlichen Stellungnahme, um das einmal als Beispiel zu geben, uneingeschränkt und eindeutig unseren Gesetzentwurf unterstützt hat, und dass die Kollegin, die den DGB vertretungsweise in der Anhörung vertreten hat, ausdrücklich ihre Privatmeinung geäußert hat, das haben Sie jetzt einmal vorsichtshalber nicht dazu gesagt, dass umgekehrt die Industrie- und Handelskammer den Entwurf grundsätzlich begrüßt hat, um dann genau die Bedenken, die ich für
unzutreffend und in die falsche Richtung gehend halte. Das habe ich eben erwähnt. Und dito die Handwerkskammer. Auch das haben Sie vorsichtshalber mal nicht erwähnt. Es ist aber so, die Gut, der Philologenverband, da könnte ich jetzt sagen, gut, Philologen, die unterrichten an Gymnasien, die verstehen jetzt nicht wirklich viel von der Berufsschulwelt. Das wird man wohl. Kollege Merz, Sie denken, ja. Ja, was heißt, ich bin am Ende? Ich wollte nur sagen, Sie denken dann, wir sind alle mal am Ende. Ja. Ich wollte sagen, ich bin schon am Ende meiner Rede, Herr Präsident, und komme zu derselben Schlussfolgerung, zu der ich schon in meinem ersten Beitrag gekommen bin. Es darf halt nicht sein, weil es von der SPD ist. Vielen Dank, Kollege Merz. Antwortet Armin Schwarz. Herr Kollege Merz, am Ende Ihrer Ausführungen wurde deutlich, dass auch Ihre Argumentation ziemlich am Ende ist. Das will ich aber feststellen. Die entscheidenden Fragen haben Sie natürlich nicht beantwortet. Ich habe mehrfach die Frage der Finanzierung hier hinterlegt. Keine Aussage dazu, genauso wenig wie im Gesetzentwurf. Zweiter Punkt. Es ist ja Ihr gutes Recht, die Passagen, die Ihrer Intention am nächsten kommen, zu zitieren. Aber nun schreiben Sie mir doch bitte nicht vor, wen ich hier zitiere. Der dritte Punkt, da will ich Sie jetzt auch einmal darauf hinweisen, Herr Kollege, der dritte Punkt, Herr Kollege Merz, den ich hier erwähnen möchte, ist, wen jetzt der DGB in die Anhörung schickt, ob das Stellvertreterin oder die Stellvertreterin der Stellvertretung ist, das ist mir zunächst einmal wurscht. Ich gehe davon aus, dass diejenige Person, die da spricht, ein Mandat hat und auch klaren Arbeitsauftrag in einer Abstimmung hat, was dort gesprochen wird. Ich sage es noch einmal, diese Anhörung und die schriftlichen Stellungnahmen haben sehr eindrucksvoll dokumentiert, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Ich sage dazu, wenn wir jetzt im Land im Schlaraffenland wären und Geld überhaupt keine Rolle mehr spielen würde, dann könnten Sie ja mit Ihrer Gegenfinanzierung hier mal etwas vorlegen. Aber Sie haben das getan, um in irgendeiner Form Aktivitäten zu dokumentieren. Und das habe ich, glaube ich, mehrfach eindeutig entlarven können. Insofern, ich sage es noch einmal, wir sind auf dem richtigen Weg. Und der Gesetzentwurf in Ihrer Fassung ist in jedem Fall mangelhaft. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Schwarz. Das Wort hat die Frau Abg. Cárdenas, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Dieser kurze und präzise Gesetzentwurf von der SPD hat entgegen allen Erwartungen doch schon für mächtig Diskussionsbedarf hier gesorgt. Wie mein Kollege Gerhard Merz in der letzten Sitzung des Kulturpolitischen Ausschusses schon bemerkte, musste die Opposition, also auch wir, leider die Hoffnung schnell begraben, dass CDU und GRÜNEN einem Gesetzentwurf zustimmen würden, den sie zwar für sinnvoll halten, der aber nicht von ihnen stammt. Und genau das ist heute wieder passiert. Und das ist sehr schade, meine Damen und Herren. Sehr schade, denn dieser Gesetzentwurf hätte einer bestimmten, nicht zu großen Anzahl junger Menschen eine existenzielle Perspektive eröffnen können. Es geht doch gar nicht um viele zusätzliche Ressourcen oder gar neue Strukturen. Es geht doch einzig und allein darum, die Schulpflichtaltersgrenze für junge Menschen anzuheben, um ihnen den Besuch einer Schule oder einer schulischen Maßnahme auch über das 18. Lebensjahr als Eintrittsjahr zu ermöglichen. Und das wäre dann damit, Herr Schwarz, ein neuer Mosaikstein, lediglich ein neuer Mosaikstein für die von Ihnen richtig dargestellten weiteren Hilfen, um jungen Geflüchteten einen Bildungsabschluss zu ermöglichen. Wie gesagt, wem würde eine solche Maßnahme zugutekommen? Vor allem jungen Geflüchteten, die das 18. Lebensjahr bereits überschritten haben, aber auch nicht nur Geflüchteten, sondern auch anderen jungen Menschen, die einfach aus welchen Gründen auch immer den Anschluss verpasst haben. Da verstehe ich, Herr Schwarz, Ihre Argumentation auch nicht, dass eine Ausweitung der Schulpflicht eine zu große Herausforderung sei. Das ist aus unserer Sicht zu kurz gesprungen. Denn die Frage ist doch, was zu einer größeren Herausforderung führt. Die Beschulung junger Menschen auch bis zum 25. oder 27. Lebensjahr in einem Schulabschluss endet
oder die Nichtbeschulung und damit die Inkaufnahme der Folgen, junge Menschen ohne Schulabschluss zu lassen. Liebe Kolleginnen von Bündnis 90 und Grünen, Bündnis 90, die Grünen und CDU, man ist Ihnen doch schon so weit entgegengekommen, die Altersgrenze von 27 auf 25 Jahre abzusenken. Ich verstehe einfach nicht, warum Sie an dieser Stelle nicht über Ihren Schatten springen können. Die Anzuhörenden, die sich weitestgehend für diesen Gesetzentwurf ausgesprochen haben, wir haben darüber eben schon gesprochen, und deren Bedenken in der letzten Ausschusssitzung ernsthaft diskutiert und mit Lösungsvorschlägen quittiert wurden, müssen sich meines Erachtens von Ihnen hinters Licht geführt fühlen. Wie sollen Sie denen denn verständlich machen, dass Sie diesen Gesetzentwurf ablehnen, Herr Schwarz? In der Anhörung wurde wörtlich von Frau Otten für den Gesamtverband der beruflichen Lehrer in Hessen gesagt, nur gut ausgebildete Menschen haben langfristig eine Chance auf dem Arbeitsmarkt und können dann dauerhaft einen Beitrag zum Sozialsystem leisten, was wir ja alle wollen. Daher ist es aus unserer Sicht notwendig, hat sie gesagt, dass sie eine qualifizierte Ausbildung erhalten. Ebenso weist Frau Otten auf einen anderen entscheidenden Punkt hin, nämlich auf den Fachkräftemangel. Die Umsetzung dieses Gesetzentwurfs würde einen Beitrag zur Überwindung des Fachkräftemangels leisten. Also ist auch an dieser Stelle nicht nachvollziehbar. Wir haben eben auch schon davon gehört, dass die Wirtschaft diesen Antrag und diesen Gesetzentwurf auch mit unterstützt. Auch an dieser Stelle nicht nachvollziehbar, wieso sich die Kolleginnen und Kollegen der Regierungsfraktionen derart sträuben. Frau Gazemi vom Caritasverband hat uns dann schließlich einen Einblick in den Alltag oder in die Praxis, wenn Sie so wollen, gegeben. Sie schilderte, dass junge Menschen wegen der Fluchterfahrung eine gewisse Zeit brauchen, bis sie tatsächlich hier ankommen und realisieren, dass es auch Bildungsangebote für sie gibt. Zeit, nachdem sie das ganze Erstaufnahmeverfahren usw. abgeschlossen haben. Sie sagte, mit dem Programm InteA, das seit einem Jahr eingeführt worden ist, sehen wir die Zeit als zu knapp an. Viele müssen noch alphabetisiert werden, sind eventuell sogar in ihrer eigenen Herkunftssprache noch nicht alphabetisiert worden, sodass wir eine Ausweitung des Gesetzes sehr begrüßen würden im Sinne der jungen Menschen. Soweit die Stellungnahme des Caritasverbandes, der wohl wesentlich vertrauter mit dieser Problematik ist. Ganz kurz will ich noch die vorgeschobenen Bedenken ansprechen. Herr Kollege May fürchtet die Konkurrenz für die duale Ausbildung. Auf diese Argumentation ist ja auch Kollege Merz schon eingegangen. Das ist unseres Erachtens ebenfalls absurd, denn wenn dem so wäre, hätte sich das längst schon unabhängig von Altersgrenzen gezeigt. Hinzu kommt, dass die geflüchteten Menschen für den Aufbau ihrer Existenz kämpfen. Für sie ist es also wesentlich attraktiver, im dualen System schon Geld zu verdienen und trotzdem einen Berufsabschluss zu erlangen, als eine jahrelange unentgeltliche Ausbildung zu machen. Herr Schwarz, Sie haben ein, ich sage mal, interessantes Gegenargument eingebracht. Sie sagten, dass Menschen, die ohne Berufsabschluss nach Hessen kämen, dass die eine Chance benötigten, sei richtig. Dies müsse aber auch für beispielsweise 28- oder 29-Jährige gelten. Und das, Kollege Schwarz, ist schon bizarr. Wir verbessern also ein Gesetz dann nicht, wenn wir durch eine Verbesserung zwar ganz vielen, aber halt nicht allen geholfen hätten. Analog wäre es so, als wenn wir den Fluglärm nachts also nicht verringern, sodass dann Menschen 0 bis 4 Uhr ruhig schlafen könnten, weil sie das von 4 bis 6 Uhr ja trotzdem nicht können. Absurd. Und es zeigt sich leider, dass das prinzipienhafte Ablehnen ohne inhaltliche Gründe nämlich nun auch bei den Kolleginnen und Kollegen von Bündnis 90 die Grünen Einzug gehalten hat. Prinzipien sind allem Anschein nach immer noch wichtiger als die Einzelbiografien und Existenzchancen junger Menschen. Das ist nur traurig, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Cárdenas. Meine Damen und Herren, bevor wir in der Debatte weiterfahren, begrüße ich ganz herzlich auf der Besuchertribüne den Premierminister der südafrikanischen Provinz Gauteng, Herrn David Makura, mit seiner Delegation. Exzellenz, sind Sie uns sehr herzlich willkommen im Hessischen Landtag.
So, wir fahren weiter in der Debatte. Das Wort hat der Kollege Daniel May, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Dass die SPD mit ihrem Gesetzentwurf durchaus ein wichtiges Thema adressiert hat, nämlich wie wir junge Geflüchtete besser fördern können, habe ich beim letzten Plenumsdurchgang schon zugestanden. Daran ist auch nichts zu ändern an dieser Feststellung. Aber ich finde, dass die Debatte heute doch, sage ich mal, abgedriftet in eine Scheindebatte, nämlich eine Scheindebatte, die dahin geht, Frau Cárdenas hat das eben gerade auch noch gemacht, die einen wollen Förderung für junge Geflüchtete Erwachsene, die anderen aber nicht. Das ist einfach falsch. Ich finde es unredlich, wie Sie hier versuchen, das hier so aufzumachen. Weil wir reden hier darum, welches Instrument denn das Richtige ist, um junge Geflüchtete bestmöglich zu fördern. Und an dieser Stelle ist der Streit. Von daher finde ich diese Zitate, die Sie da geliefert haben, von wegen, dass wir Fachkräfte, dass wir gut ausgebildete junge Menschen brauchen, das war alles eine Scheindebatte, weil an dieser Stelle gibt es keinen Widerspruch, an dieser Stelle gibt es hoffentlich Einigkeit in diesem Hause. Aber die Frage ist, ob der Gesetzentwurf tatsächlich sinnvoll ist, um dieses Ziel zu erreichen. Und daran haben wir immer noch Zweifel. Ich hatte im ersten Durchgang schon gesagt, dass ein Gesetzentwurf an sich, der den Zugang zur Berufsschule ändert, noch kein Konzept ersetzen kann. Vielmehr habe ich schon seinerzeit gefragt, ob dieser Gesetzentwurf mit der vorgeschlagenen Änderung nicht auch Risiken und Nebenwirkungen mit sich trägt, die wir noch nicht absehen können. Und zweitens hatte ich schon festgestellt, dass wir weitere Förderangebote für junge erwachsene Geflüchtete brauchen und dass wir diese weiterentwickeln müssen. Das hatte ich seinerzeit auch so angeboten, dass wir uns darüber intensiv im Kulturpolitischen Ausschuss unterhalten müssen. Das ist auch so stattgefunden. Also, wenn man diese beiden Vorüberlegungen mit anschaut, dass ein Berufsschulangebot an sich noch kein Förderangebot bedeutet, sondern dass natürlich auch das in den Berufsschulen mit Leben gefüllt werden muss, was von den Berufsschulen auch was von den Berufsschulen ja auch verlangt wird, siehe Zustimmung des Kollegen Merz. Und zweitens, wir gucken müssen, welche Nebeneffekte solch eine Öffnung haben muss, haben wir die Anhörung ausgewertet. Wenn wir uns die Anhörung anschauen, wenn wir uns die Anhörung auswerten, dann sehen wir eben, dass es kein so eindeutiges Votum gegeben hat, wie Sie, Herr Kollege Merz, das dargestellt haben. Es ist, glaube ich, vom Kollegen Schwarz schon richtig darauf hingewiesen worden, dass es dort einen Aspekt gibt, über den man nicht so einfach hinweggehen kann, nämlich die Frage, was bedeutet das für die Situation vollschulische Ausbildung versus duale Ausbildung. Und dort gab es doch einige, Stellungnahmen, die das auch so geöffnet haben. Und an dieser Stelle ist eben ist sozusagen der Faktum das Problem, dass Sie kein Angebot machen für, nicht nur für die jungen Geflüchteten, sondern eben für alle bis 27 Jahre. So, und jetzt stellt sich aber die Frage, und da sind Sie bisher noch nicht wirklich darauf eingegangen, warum die Maßnahmen, die bisher für alle diejenigen, die in diese Altersgruppe reinfallen, schlecht sein sollen, sodass man diese neue Maßnahme braucht. Da sind Sie nicht darauf eingegangen. Und von daher müssen wir das schon einmal näher betrachten. Also ich glaube, dass die Schlussfolgerungen schon hier frei geschlossen werden dürfen, Herr Kollege Merz. Ich möchte Ihnen einfach einmal drei Schlussfolgerungen, die nicht von mir stammen, sondern von Anzuhörenden stammen, darbringen. Dann können Sie ja denen auch das noch einmal vorhalten. Erstens. Frau Birgit Groß, Geschäftsführerin des DGB Bildungswerkes.
Was passiert, wenn tatsächlich für alle die Berufsschulmöglichkeit bis 27 geöffnet wird, fragt Frau Groß vom DGB Bildungswerk. Darin sehe ich auch eine sehr große Konkurrenz für das duale System auf uns zukommen. Ich bitte Sie zu bedenken, natürlich gibt es Jugendliche mit einem besonderen Förderungsbedarf, und sie brauchen so etwas wie eine vollzeitschulische Ausbildung mit all den Rahmenbedingungen und Betreuungsmöglichkeiten, die es gibt. Aber ich warne auch davor, den Blick dafür zu verlieren, was dies für die duale Ausbildung bedeuten könnte und ob wir nicht damit eine Konkurrenzsituation schaffen, die wir eigentlich so nicht wollen. Ich glaube, dass die Kollegin vom DGB Bildungswerk dort den Finger in die Wunde gelegt hat. Sie schaffen damit natürlich ein weiteres vollschulisches Angebot, was eben anstatt den bisher funktionierenden Förderangeboten bestehen wird und was natürlich ein Konkurrenzangebot zur dualen Ausbildung ist. Und dass es dort auch jetzt schon bei der Altersgruppe bis zu den 18-Jährigen eine Konkurrenzsituation gibt, haben wir heute Morgen beim Setzpunkt der CDU zur Frage der Ausbildung im Handwerk, aber eben überhaupt in der Ausbildung schon beklagt, dass es dort, sage ich mal, einen einseitigen Zug Richtung vollschulischer Ausbildung gibt. Und von daher ist es doch zu erwarten, dass, wenn man diese Möglichkeit für die jungen Erwachsenen aufmacht, dass das das Problem nicht kleiner macht, sondern dass es das Problem vergrößert. Und von daher ist das ein richtiger Schluss, der dort gezogen wird. Von daher sage ich, ja, wir müssen etwas tun für die jungen Geflüchteten. Ja, wir müssen etwas tun für all diejenigen, die, sage ich mal, junge Erwachsene sind und keinen direkten Zugang zum dualen Ausbildungssystem haben. Aber das zu erreichen, dafür gibt es andere Instrumente, dafür gibt es andere Möglichkeiten. Diese anderen Instrumente und Möglichkeiten hat die Landesregierung auch schon aufgelegt. Das sind eine ganze Reihe von Maßnahmen, die in diesem Bereich aufgegriffen wurden, die einerseits vom Sozialministerium verantwortet werden, die vom Wirtschaftsministerium verantwortet worden werden, die von der Bundesagentur für Arbeit verantwortet werden, die von den Kammern verantwortet werden, die im Bereich der akademischen Bildung vom Ministerium für Wissenschaft und Kunst verantwortet werden, aber die auch vom Kultusministerium verantwortet werden, weil im Bereich von InteA ja schon die Öffnung nach oben stattgefunden hat. Von daher geht Ihr Ansatz am Ziel vorbei, an dem Ziel, nämlich etwas für junge Geflüchtete zu machen, geht er vorbei. Einerseits, weil in diesem Bereich etwas schon geleistet wird, und andererseits, Sie damit eine Konkurrenzsituation zu anderen Maßnahmen aufgeführt werden, die wir nicht wollen können. Von daher komme ich zu der abschließenden Bewertung, dass die SPD durchaus seinerzeit auf einen schwierigen Sachverhalt aufmerksam gemacht hat. Das will ich Ihnen zugestehen, und dass dieser Gesetzentwurf durchaus dazu geführt hat, dass wir uns noch einmal intensiv darüber beraten haben, was brauchen junge Geflüchtete in diesem Land. Die Landesregierung hat, und darauf haben Sie ja eben auch, sage ich mal, per Zwischenruf darauf hingewiesen, auch in Kooperation mit der SPD-Fraktion ein ganzes Maßnahmenpaket zur Integration von Flüchtlingen auf den Weg gebracht. Ich glaube, dass diese Maßnahmenbündel, die wir jetzt auf den Weg gebracht haben, wesentlich besser sind, als dass wir den Berufsschulzugang für alle bis 27 öffnen, wobei wir doch in diesem Bereich bei der Förderung von jungen Erwachsenen viele gute Instrumente bereits haben und entwickelt haben, zu denen wir dann in Konkurrenz gehen würden. Das würde Risiken und Nebenwirkungen erzeugen, die wir nicht wollen können. Von daher lehnen wir den Gesetzentwurf heute ab. Vielen Dank, Kollege May. Das Wort hat der Abg. Greilich, FDP-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir reden heute über einen Gesetzentwurf der SPD, den es nicht gebraucht hätte, wenn diese Koalition ihre Hausaufgaben gemacht hätte, wenn sie die Probleme, die wir haben, auch gelöst hätte. Insofern legt dieser Gesetzentwurf den Finger genau in die Wunde, die dummerweise diese Koalition mit ihrer Landesregierung verursacht hat. Ich darf an die Vorgeschichte erinnern. Wir haben vor der Landtagswahl, als das Flüchtlingsproblem in seiner Dimension
sich erst abzeichnete, als es entstand, als die erste Welle ankam, es geschafft, mit der damaligen Kultusministerin Nicola Beer und ihrem Staatssekretär Lorz ein Programm aufzulegen, bzw. noch kein Programm aufzulegen, sondern Unterrichtsmodelle zu erproben, wie man junge Flüchtlinge auch über das Alter von 18, über die Volljährigkeit hinaus vernünftig beschulen kann. Das ist dann teilweise umgesetzt worden mit dem Intea-Programm, aber eben nur halbherzig. Das ist das Grundproblem, warum wir heute diesen Gesetzentwurf auf dem Tisch haben, warum wir ihn auch brauchen. Herzlichen Dank an die SPD. Intea ist ein Rückschritt gegenüber dem, was wir vorher schon auf den Weg gesetzt hatten, was wir nämlich in den Schulen implementiert haben, in Modellschulen, bei denen es dann möglich war, junge Flüchtlinge über das Alter von 18 und auch 21 hinaus zu beschulen und zu unterrichten. Sie haben das reduziert. Zunächst einmal war überhaupt sehr Frühschluss, sollte überhaupt nichts jenseits des normalen der normalen Schulpflicht beschult werden. Sie haben dann geöffnet bis zur Aufnahme von 21-Jährigen bis zum Alter von 21, aber das sehr halbherzig, weil Sie nämlich die entsprechenden Ressourcen nicht zur Verfügung stellen. Schulen, die davon Gebrauch machen, müssen das zulasten des Unterrichts für andere tun. Und das ist genau der falsche Weg, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir brauchen eine andere Altersgrenze. Wir brauchen vielleicht nicht unbedingt die Altersgrenze 27, aber dazu will ich mich heute gar nicht mehr äußern. Herr Merz hat das von Anfang an in der Diskussion deutlich gemacht. Man hätte das locker auf das aus meiner Sicht richtige Alter von 25 ändern können, wenn denn diese Koalition überhaupt bereit gewesen wäre, ein Stück den Weg der Vernunft mitzugehen. Aber diese Bereitschaft war ja nicht da. Und wenn ich dann heute höre, es sei ein Problem, Herr Kollege Schwarz, Sie haben das vorgetragen, wenn dann plötzlich 27-Jährige auf der einen Seite neben pubertierenden Schülern andererseits sitzen. Herr Kollege Schwarz, gehen Sie einmal in die Berufsschulen, dann werden Sie sehen, die Situation haben Sie heute schon, die haben Sie schon immer gehabt. Die haben Sie natürlich auch bei 21-Jährigen, die haben Sie bei solchen, die mit 21 aufgenommen werden. Das Entscheidende, Herr Kollege Schwarz, was offensichtlich noch nicht in allen Köpfen angekommen ist, ist, dass diese Jugendlichen, die dort zu beschulen sind, gebrochene Laufbahnen haben, gebrochene Lebenslaufbahnen, gebrochene Bildungslaufbahnen. Die haben teilweise ein-, zwei-, dreijährige Fluchterfahrungen mit entsprechenden traumatischen Erlebnissen. Das sind sowieso völlig andere Menschen als diejenigen, die hier aufgewachsen sind, die behütet aufgewachsen sind und in den Berufsschulen landen. Das können Sie vor Ort besichtigen. Insofern ist es ganz hilfreich, auf die Praxis zu hören. Deswegen war die Anhörung auch so wichtig. Da muss ich sagen, ist das schon ein bisschen ein Stück aus dem Tollhaus, wie hier diskutiert wird. Die Anzuhörenden aus der Praxis haben durchgängig gesagt, na ja, wenn es denn keinen anderen Weg gibt, dann machen wir es halt mit dem Gesetzentwurf der SPD. Das ist jedenfalls dann ein Schritt auf dem richtigen Weg. Ich will dazu auch sagen, nur einmal sehr deutlich, es geht hier nicht darum, eine Berufsschulpflicht bis zum Alter von 27 zu implementieren, sondern es geht um das Recht, eine Schule zu besuchen, wenn man noch keinen Abschluss erlangt hat. Und dieses Recht wollen Sie jungen Menschen verwehren, die eine solche gebrochene Lebenslaufbahn hinter sich haben, die genau darauf angewiesen sind, auf unsere Hilfe. Und ich sage eines noch dazu. Sie versündigen sich nicht nur gegenüber diesen jungen Menschen, sondern sie versündigen sich gegenüber unserer Gesellschaft. Wir reden hier immer über Integration. Der beste Schlüssel zur Integration ist eine vernünftige Bildung, ist eine vernünftige Ausbildung, der Weg zur Integration in die Gesamtgesellschaft. Und dazu brauchen wir die schulische Bildung, die Sie hier an dieser Stelle verweigern. Und das, meine sehr verehrten Damen und Herren und lieber Herr Kollege May, das ist in der Anhörung ja mehr als deutlich geworden. Und es ist schon ein bisschen bemerkenswert, wie hier dann zitiert wird. Wir haben Stellungnahmen aus der Wirtschaft gehabt, die waren nicht vollständig unkritisch. Die waren aber im Grundtenor positiv. Die waren im Grundtenor positiv dahingehend, wir brauchen hier eine Verbesserung des Angebotes. Man hat dazu die Bedenken geäußert. Das darf aber nicht dazu führen, dass insgesamt die Schulen als Ausweichsystem gewählt werden für duale Ausbildung. Die Diskussion kennen wir aus anderen Zusammenhängen. Die führen wir auch konkret. Das ist auch nicht das Thema. Und wenn diese Fußnote
der Wirtschaft jetzt von Ihnen als schlagkräftiges Argument gewählt wird, um das abzulehnen, oder auch wenn man Frau Keil, nicht Frau Keiling, die hätte etwas anderes gesagt, nehme ich mal an, wenn sie da gewesen wäre, sondern die Vertreterin des DGB Bildungswerkes, nicht des DGB, zitiert, die aus relativ durchsichtigen Interessen, ich will das hier jetzt nicht näher ausführen, eine etwas abweichende Auffassung vertreten hat. Wenn das so zitiert wird, Herr Kollege May, ich hätte das nie gedacht, aber Sie haben mich heute früh, als ich dich hier gesehen habe, erinnert an Arturo Vidal gestern. Nicht etwa von der Eleganz her, keine Angst, das war nicht der Punkt, aber von der Art und Weise einer so offensichtlichen Schwalbe, wie Sie das hier versuchen mit der Interpretation des Anhörungsergebnisses. So etwas, Herr Kollege Schwarz, und Herr Kollege May, sollten Sie uns zukünftig hier ersparen. Was wir brauchen, und auf diesem Weg, Herr Kollege Bellino, was mir aufgefallen ist, ich wollte es eigentlich nicht erwähnen, was mir aufgefallen ist, ist erstens, wie leer die Reihen der CDU-Fraktion bei diesem Tagesordnungspunkt sind und vor allem, wer da fehlt. Da fehlt z. B. derjenige, dessen Reaktionen bei der Anhörung sehr deutlich waren, wo man im Gesicht lesen konnte, dass er gesagt hat, ja genau, die haben alle recht, Hugo Klein ist jetzt nicht da. Fragen Sie ihn einmal, der versteht etwas von der Sache, der wird Ihnen dann erklären, wie es geht und was das Entscheidende ist. Das kann ich gut verstehen. An seiner Stelle wäre mir ein Fachgespräch da auch lieber, als dieser Debatte folgen zu müssen mit dieser Position der Koalitionsmehrheit. Es ist, wie Sie schon sagten, ein Fachgespräch. Er ist nämlich der Fachmann, also hätte man ihn vielleicht auch einmal fragen sollen. Ich wiederhole das, Herr Kollege Bellino. Was wir brauchen, ist eine flexible Vorbereitung der jungen Menschen auf die duale Ausbildung. Wir müssen sie ausbildungsfähig machen. Sie müssen die Menschen hinführen zu einer entsprechenden Ausbildungsqualifikation, damit die Ausbildung überhaupt gelingen kann. Und das, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist in unserem Bildungssystem eigentlich relativ klar. Die Herstellung der Ausbildungsfähigkeit, die Hinführung zum Hauptschulabschluss, zum qualifizierenden Hauptschulabschluss, das ist eine schulische Aufgabe und keine Aufgabe von Trägern der Erwachsenenbildung. Deswegen stimmen Sie, kehren Sie um, werden Sie einmal einsichtig. Ändern Sie Ihr Verhalten, stimmen Sie gegen Ihre eigene Beschlussempfehlung. Wir können Sie auch vielleicht noch einmal zurücknehmen in den Ausschuss, wenn Ihnen das hilft. Wenn die Erkenntnis wachsen sollte, tun Sie das, und dann kommen wir zu einem guten Ergebnis. So allerdings leisten Sie für unsere Gesellschaft einen Bärendienst. Vielen Dank. Kollege Greilich, das Wort hat der Kultusminister. Staatsminister Lotz, bitte. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Das Ergebnis der Anhörung zu diesem Gesetzentwurf, das es heute in der zweiten Lesung zu besprechen gibt, entsprach in gewisser Weise einer langen Tradition. Es war nämlich relativ überraschungsarm. Wir hatten einige klare Stellungnahmen. Wir haben eine ganze Reihe von Bedenken und Relativierungen gehört. Und insgesamt ein relativ uneinheitliches Bild. Und das ist vielleicht das Erste, was man hier klarstellen muss, oder mit einem Mehr, mit dem man aufräumen muss. Es stimmt eben nicht, dass sich alle darin einig gewesen wären, dass die Heraufsetzung der Altersgrenze für die isolierte Berufsschulberechtigung per se eine gute Idee sei. Worüber sich alle einig waren und einig sind, und das hat die Debatte, glaube ich, auch gezeigt, auch in diesem Hohen Hause, ist die Erkenntnis des generellen Handlungsbedarfs angesichts der großen Zahl zugewanderter junger Menschen mit großen, teils gebrochenen Lebens- und Bildungsbiografien. Deswegen, darüber besteht die Einigkeit, hat die Integration von Flüchtlingen, unter anderem durch Spracherwerb und Bildungsteilhabe, höchste Priorität. Das gilt auch für die Politik dieser Landesregierung. Und das ist die Intention, das will ich ausdrücklich anerkennen, die auch dem Gesetzentwurf der SPD hier zugrunde liegt. Aber, meine Damen und Herren, das gilt eben in jeder Altersgruppe. Und deswegen müssen wir, wenn wir jetzt nicht auf den Gedanken kommen, dass einfach alle noch einmal in die Schule gehen sollten, an dieser Stelle schon differenzieren. Es gilt für die Kinder und Jugendlichen, für die es keinen vernünftigen Zweifel daran gibt, dass dort Spracherwerb und Bildungsteilhabe nur oder weitestgehend in der Schule erfolgen müssen.
Es gilt auch für die Altersgruppe, also für die Älteren, die nun wirklich keiner mehr in die Schule schicken mag. Aber es gilt eben auch für die Altersgruppe dazwischen, über die wir hier reden und über die es deswegen einen Dissens gibt, weil sich hier das Engagement und die Kernkompetenzen verschiedener Bildungsinstitutionen überschneiden. Und, meine Damen und Herren, ich will hier noch einmal wiederholen, was ich schon in der ersten Lesung zu diesem Gesetzentwurf gesagt habe. Das Kultusministerium hat seinen Handlungs- und den schulischen Bildungsauftrag an dieser Stelle mit großem Einsatz angenommen und kommt ihm auch entsprechend nach. Wir haben unser InteA-Programm flexibilisiert. Wir passen es den sich schnell verändernden Anforderungen an. Und gerade die Spielräume, die wir mit dem gemeinsam verabschiedeten Asylpaket vom letzten Dezember hier eingebaut haben, die ermöglichen es uns jetzt, junge Erwachsene bis zu einem Alter von 23 Jahren, denn man muss immer wieder betonen, 21 Jahre ist nur das Eintrittsalter, da die Maßnahme bis zu 2 Jahren dauern kann, reicht das faktisch bis 23 Jahre, also auch junge Erwachsene bis zu einem Alter von 23 Jahren zu erreichen. Und Herr Greilich, es ist schlicht falsch, dass die Schulen, wenn sie das machen, die Mittel dafür aus dem sonstigen Unterricht nehmen müssen. Lesen Sie noch einmal die Beschlüsse, lesen Sie den Haushaltsplan vom Dezember 2015 nach. Es sind 10 Millionen € extra nur für diesen Zweck designiert. Und damit werden 4.500 Plätze geschaffen. Und dafür wird kein anderer Platz gestrichen und keine andere Unterrichtsversorgung weggenommen, sondern das ist das, was wir im letzten Dezember oben draufgesetzt haben. Und das alles, meine Damen und Herren, ohne die Notwendigkeit einer Schulgesetzänderung. Das muss man auch einmal klarstellen. Das Gesetz verbietet es ja nicht, dass junge Menschen auch zu den beruflichen Schulen gehen, auch nicht jungen Erwachsenen. Worüber wir hier reden, ist die Frage eines Rechtsanspruchs für alle, diese jungen Erwachsenen dorthin zu gehen. Und da muss man nun beachten, meine Damen und Herren, gerade in dieser Altersgruppe, also gerade in dieser Altersgruppe 23 bis 27, sind die Ausgangssituationen, etwa was die anerkennungsfähige Vorbildung anbelangt, aber auch die über den Spracherwerb hinausreichenden Bildungsziele, so disparat und gleichzeitig so viele unterschiedliche Akteure am Start, die genau dieser Unterschiedlichkeit aber auch mit ihren jeweils spezifischen Instrumenten und Fähigkeiten begegnen, die Hochschulen, die Volkshochschulen, die Wirtschaft, die Bildungswerke, die Bundesagentur für Arbeit, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und noch viele freie Träger, dass wir die Chancen dieser Unterschiedlichkeit nutzen müssen und uns nicht einbilden dürfen mit der isolierten Übertragung. Und uns nicht einbilden dürfen, mit der isolierten Übertragung dieser Altersgruppe in die Verantwortung der beruflichen Schulen das Problem gelöst zu haben. Jetzt habe ich Ihnen dann durchaus zugehört, Herr Merz. Sie sagen immer, es ist kein Allheilmittel. So präsentieren Sie es auch nicht. Darüber brauchen wir nicht zu diskutieren. Nur, wenn Sie eine Vielfalt von Bildungsträgern und Bildungsangeboten haben, und dann schaffen Sie isoliert für eins davon einen Rechtsanspruch, wo Sie sagen, da sollen Sie aber alle hin. Dann verschieben Sie ganz automatisch die Verantwortung an dieser Stelle und konzentrieren das auf einen bestimmten Bildungsträger und eine bestimmte Bildungsinstitution. Und nicht alle gesellschaftlichen Anforderungen, meine Damen und Herren, können einfach über eine Ausweitung der schulischen Bildungsteilhabe gelöst werden. Und ich bin froh, meine Damen und Herren, dass wir so viele andere Bildungsträger haben, die auch in diesem Bereich zum Glück sehr aktiv sind und die dann auch Angebote machen, die ab einem gewissen Alter der bei uns zugewanderten Menschen für diese Altersgruppe auch durchaus passender oder genauso passend sind wie die Angebote, die die beruflichen Schulen machen können. Und das, meine Damen und Herren, sehen im Übrigen mehr oder weniger alle Bundesländer so, auch und gerade die sozialdemokratisch regierten. Und deswegen hat beispielsweise die neue Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Frau Senatorin Bogdan aus Bremen, Klammer auf, SPD, Klammer zu, nach unserer letzten Sitzung im Frühjahr ausdrücklich erklärt, an dieser Schnittstelle der beruflichen Bildung sind verstärkt arbeitsmarktpolitische Förderangebote gefragt. Damit sind wir natürlich auch in der Verantwortung des Bundes. Das ist noch einmal ein Sonderproblem. Aber es geht vor allem darum, dass diese Altersgruppe zwischen 23 und 27, da geht es primär um den Zugang zum Arbeitsmarkt. Und deswegen geht es um Arbeitsmarktpolitik und arbeitsmarktpolitische Förderung. Da können die beruflichen Schulen einen Beitrag leisten. Deswegen machen wir auch die Flexibilisierung. Deswegen eröffnen wir auch die Möglichkeiten. Aber es ist nicht ihre primäre Verantwortung. Und wir sollten auch nicht die primäre Verantwortung an dieser Stelle dorthin schieben. Und, meine Damen und Herren, das ist wirklich Konsens, also was Frau Bogdan da zum Ausdruck gebracht hat, ist auch wirklich Konsens gewesen auf der letzten Frühjahrssitzung aller Kultusminister.
Jetzt muss man sagen, auch wenn das ja vielleicht eine traurige Feststellung aus unserer parteipolitischen Sicht ist, dass 12 der 16 Kultusminister – das wird sich jetzt ändern – aber im Moment noch 12 der 16 Kultusminister der SPD angehören. Und das ist trotzdem ein Konsens, der hier unter allen Kultusministern bestand und besteht. Und deswegen, meine Damen und Herren, wäre es ein Irrweg, mit diesem Gesetzentwurf einfach die Zuständigkeit der beruflichen Schulen beliebig auszuweiten. Wenn ich einmal die Metapher von Herrn Greilich aufgreifen darf, wäre auch eine Art von Schwalbe, aber eine Schwalbe macht bekanntlich noch keinen Sommer. Und das erklärt auch die Bedenken, die im Rahmen der Anhörung von unterschiedlichster Seite und unter den unterschiedlichsten Aspekten geäußert worden sind, auch wenn jeder das dahinterstehende hehre Ziel anerkannt hat. Das reicht, und darauf muss ich jetzt, glaube ich, nicht mehr im Einzelnen eingehen, denn das ist ja schon vielfach angesprochen worden. Es reicht natürlich von dem Disput über die Höhe der Altersgrenze. Man sagen muss, wenn man von 27 aus nach unten geht, dann nähert man sich natürlich auch dem an, was wir faktisch eigentlich auch schon an Flexibilisierung geschaffen haben. Über die Sorgen etwa der kommunalen Spitzenverbände, was die Kapazität der beruflichen Schulen anbetrifft. Und dann natürlich eben auch bis hin zu den Befürchtungen der Wirtschaftsverbände. Das ist ja auch schon in der Debatte mehrfach aufgeschieden. Ich will nur sagen, wir sitzen nächste Woche wieder im Bündnis für Ausbildung zusammen. Dann übrigens auch nicht nur mit den Wirtschaftsverbänden, sondern dort auch mit den Gewerkschaftsvertretern. Da weiß ich schon, dass man mir als Kultusminister wieder vielfache Schwüre abverlangen wird, dass wir das vollschulische Ausbildungssystem zugunsten der dualen Ausbildung zurückfahren. Das muss man zumindest auch berücksichtigen, wenn man hier an dieser Stelle sagt, aber da muss es entsprechend ausgeweitet werden. Und aus all diesen Gründen, meine Damen und Herren, vermag ich auch nach dieser Anhörung keinen Änderungsbedarf im Hessischen Schulgesetz zu erkennen, sondern wir bleiben als Landesregierung bei unserer Linie. Wir behalten die Situation im Blick. Wir werden die Entwicklung der Bedarfe genau beobachten. Wir werden die Verzahnung der verschiedenen Bildungsträger und ihre Angebote vorantreiben. Da spielen unsere beruflichen Schulen auch eine rühmliche und sehr verdienstvolle Rolle. Und wir werden auch natürlich unser eigenes Angebot, so wie wir das zuletzt im Dezember getan haben, mit der gebotenen Flexibilität anpassen. Das ist die angemessene Antwort, meine Damen und Herren, auf die Problemstellung, der wir uns hier gegenüber sehen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Minister. Das Wort hat der Kollege Gerhard Merz, SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich hätte wirklich nicht geglaubt, dass ein so kleiner Vorschlag für ein im Grunde der Struktur nach einfaches Problem solche Debatten auslösen kann. Das hätte ich wirklich nicht geglaubt, als wir uns auf den Weg gemacht haben, diesen Gesetzesvorschlag zu machen. Herr Minister, ich will auf ein paar Dinge antworten, die Sie jetzt gesagt haben. Erstens. Sie haben gesagt, warum schlägt die SPD nur einen Rechtsanspruch für den Schulbesuch vor? Ja, für was denn sonst? Muss ich Ihnen wirklich den Unterschied zwischen dem öffentlichen Schulwesen und dieser vielfältigen Förderlandschaft von freien Trägern, teilweise öffentlichen Trägern, Maßnahmen der Bundesanstalt für Arbeit etc., muss ich Ihnen den Unterschied tatsächlich erklären? Und muss ich Ihnen erklären, dass wir als Hessischer Landtag nun einmal für das Hessische Schulgesetz zuständig sind, nicht aber für Maßnahmen der BFA beispielsweise? Also, das ist doch evident, warum wir diesen Vorschlag machen und keinen anderen. Und ich will Ihnen mal was, weil Sie so vehement und überhaupt alle hier so vehement gegen die Einräumung eines Rechts auf Schulbesuch für diese Altersgruppe hier gestritten haben, dann erklären Sie uns doch einmal und dem Haus, wie eigentlich Ihre Bundespartei dazu kommt, eine Pflicht für den Schulbesuch für genau diese Altersgruppe zu fordern. Das erklären Sie uns einmal, und diesen Widerspruch lösen Sie bitte hier einmal auf, weil wir davon noch gar nicht gesprochen hatten. Drittens, Herr Minister, muss ich Ihnen wirklich den Unterschied erklären zwischen der Einräumung eines Rechtsanspruchs und der faktischen Wahrnehmung eines Rechtsanspruchs? Ist es nicht offensichtlich, dass zwischen den beiden schon eine logische, in aller Regel auch eine reale Differenz besteht und dass natürlich nicht jeder der jungen Volljährigen, von denen wir hier reden, diesen
dieses Recht in Anspruch nehmen wird, nämlich dann, wenn ihm z. B. ein attraktives Angebot auf dem dualen Ausbildungsmarkt gemacht werden kann, nicht nämlich dann, wenn ihm ein anderes Angebot gemacht werden kann, das im Bereich von Maßnahmen der BFA oder in Maßnahmen auch nach dem Kinder- und Jugendhilferecht, die ja für die Altersgruppe auch nach wie vor möglich sind, wenn ihm ein solches Angebot gemacht werden kann, dass er dann das andere nimmt. Und das ist auch noch einmal das, was ich zu den vorgebrachten Scheinargumenten, das muss ich wirklich sagen, Scheinargumenten in Bezug auf die Verstärkung der Konkurrenz von vollschulischen Angeboten. Darum geht es hier gar nicht. Es geht gar nicht um zusätzliche vollschulische Angebote, sondern es geht darum, die vorhandenen vollschulischen Angebote, die ja oft in enger Verzahnung auch mit der beruflichen Praxis, mit Betrieben, mit Handwerksbetrieben insbesondere dargestellt werden, die für eine neue Zielgruppe zu eröffnen. Es geht nicht um zusätzliche vollschulische Angebote. Und deswegen geht dieses Argument mit Verlaub fehl. Und dann haben Sie wieder einmal, hier spielen wir ja immer die offenen hessischen Meisterschaften im offene Türen einrennen. Auch das haben Sie wieder getan. Und viele andere übrigens auch. Ja, natürlich sind Maßnahmen im Bereich der Arbeitsmarktpolitik erforderlich. Da gibt es ja Gott sei Dank jetzt auch einen Ansatz dafür, auch für Jüngere. Aber ich sage es noch einmal. Worum es hier geht, ist ein sehr begrenztes Problem, nämlich die bürokratischen Hürden in Gestalt der Altersgrenze für die Inanspruchnahme eines Teilangebots, eines Teilförderangebots, das quantitativ nicht ausgewertet werden soll, an dem dann möglicherweise mehr Kinder teilnehmen, mehr junge Volljährige in diesem Fall. Darum geht es und um nichts anderes. Und dann hätte ich gerne noch eine letzte Auskunft von Ihnen, Herr Minister. Wenn Sie sagen, das habe ich mit Interesse gehört, es gäbe zwar diese Altersgrenze, aber es sei niemandem verboten, junge Volljährige aufzunehmen. Gilt das dann bis zu 27, dass die beruflichen Schulen eigentlich auch auf der gegenwärtigen Grundlage aufnehmen dürfen? Und wenn sie es tun, werden dann die jungen Volljährigen, die aufgenommen werden, auch bei der Bemessung der Stellenzuweisung angerechnet oder nicht? Das hätte ich gerne noch einmal von Ihnen beantwortet, weil das fand ich jetzt nur wirklich die einzige bemerkenswerte Aussage heute. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Wolfgang Greilich, FDP-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich bin vorhin zitiert worden von dem Minister und darauf hingewiesen worden, ich hätte hier etwas Falsches vorgetragen, als ich gesagt habe, dass dann, wenn Schulen auch ältere Schüler aufnehmen in diesem Segment, sie dafür bestraft werden, dass das zulasten des sonstigen Unterrichts geht. Herr Minister, ich habe mir erlaubt, ich kann es Ihnen gerne zeigen, Ihre eigene Homepage eben noch einmal nachzusehen. Das ist relativ einfach. Natürlich steht da nirgends, dass Sie andere bestrafen, dass Sie den Schulen etwas wegnehmen. Tatsache ist, dass im TEA-Programm, und da darf ich vielleicht dann auch für Herrn Kollegen Merz noch ein bisschen aktuelle Informationen leisten, dort ist nachzulesen, das TEA-Programm ist ausgelegt für Schüler von 16 bis 18. Das ist die Auslegung des TEA-Programms. Wir haben da ansonsten gehört von der Landesregierung, haben das auch schriftlich bekommen in einer Anfrage, in der Antwort auf die Anfrage des Abg. Degen vom letzten Herbst, dass im begrenzten Rahmen auch eine Aufnahme von 18- bis 21-Jährigen zulässig ist, wobei dann im Einzelfall immer wieder Diskussionen entstehen, ob man die, die man mit 20 aufnimmt, denn auch zwei Jahre beschulen darf und ob das bei der Lehrerzuweisung, denn darum geht es letztlich, Herr Minister, ob man das bei der Lehrerzuweisung dann auch entsprechend berücksichtigt. Denn eines ist klar, und da hat sich bis Stand vor 5 Minuten auf Ihrer Homepage auch in den letzten 14 Tagen nichts daran geändert, zu meinem letzten Informationsstand, dass nämlich dann, wenn Schulen sich entscheiden, was sie dürfen, Schüler über 18 auch aufzunehmen, das zulasten der Lehrerversorgung geht, die sie sowieso haben, dass sie nämlich dafür diese zusätzlichen Schüler keine zusätzlichen Lehrer bekommen. Und das führt dazu, dass rechnerisch natürlich, mit dem Rechnerischen, das kriegen wir ja morgen bei unserem Setzpunkt noch einmal, dass rechnerisch natürlich pro Schüler weniger Lehrer da ist. Sie können da natürlich sagen, okay,
Der Lehrer ist zwar da, er muss nur etwas anderes machen, aber das hilft einem im Einzelfall dann letztlich auch nichts. Vielen Dank. Das Wort hat der Kultusminister. Also, um auch auf die Frage von Herrn Merz einzugehen, auch auf diesen Punkt noch einmal ergreiflich. Wir reden hier in der Tat über die Konsequenzen der Altersgrenze für die Berufsschulberechtigung. Die liegt im Moment, wie übrigens auch mit einer Ausnahme in allen anderen Bundesländern, bei 18. Das heißt, bis 18 hat man den Rechtsanspruch, und bis 18 ist natürlich auch die Lehrerzuweisung nach den ganz normalen Regeln. Das gilt auch für die normalen InteA-Gruppen. So, und dann haben wir ein extra Programm geschaffen in Höhe von 10 Millionen €, um jenseits der Altersgruppe von 18 4.500 zusätzliche Plätze einzurichten, genau für diese Zielgruppe, um ihr den Spracherwerb zu ermöglichen in Verzahnung mit den anderen Bildungsträgern. Und das ist extra finanziert. Und damit sieht man, dass die Altersgrenze, die an dieser Stelle im Schulgesetz steht, in keiner Weise ein Hindernis dafür ist, dass man auch zusätzliche Plätze einrichtet und zusätzliche Plätze finanziert. Und das zeigt, dass die Diskussion über die Konsequenzen dieser Altersgrenze an diesem Punkt in der Tat zum Teil eine Scheindebatte ist. Vielen Dank. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, es gibt keine weitere Wortmeldung. Wir können zur Abstimmung kommen. Wer dem Gesetzentwurf der Fraktion der SPD für ein Gesetz zur Änderung des Hessischen Schulgesetzes in zweiter Lesung seine Zustimmung erteilen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Das ist SPD, Linke und FDP. Wer ist dagegen? CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Dann stelle ich fest, dass der Gesetzentwurf in zweiter Lesung abgelehnt wurde. So, jetzt wollen wir nichts Neues mehr aufrufen, sondern in die Mittagspause eintreten. Ich will zu Beginn noch darauf hinweisen, dass nun zu Beginn der Mittagspause der Untersuchungsausschuss 19.1 im Sitzungsraum 510b zusammenkommt zu einer Sitzung. Wann machen wir weiter? 15 Uhr? Also dann unterbrechen wir bis 15 Uhr. Vielen Dank. Alles Gute. Guten Appetit. Glück auf.